Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kulinarisch sind wir in dieser Woche in Zell am See zu Hause. Es kocht für Sie ein junger Koch, drei Hauben, Florian Zillner sein Name. Und folgende zwei Gerichte gibt es heute von ihm. Flo macht einmal für uns Sellerie auf Salz und in der zweiten Runde gibt es Lachsforelle im Papier. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, Florian Zillner. Grüß dich, Flo. Hallo. Servus. Hey. Servus. Mich vor, du bist blutjung. Blutjung, danke. 28, oder? 28, richtig. Ist der Wahnsinn. Zwei Kinder, sehr richtig. Liebe Frau, Familienbetrieb. Genau. Erzähl mal ein bisschen, ihr habt, das war ein Hotel und dann hat sich daraus das Restaurant zusätzlich herauskristallisiert. Genau, wie ist die Geschichte? Also, meine Mutter macht das schon ganz lang, fast 40 Jahre jetzt mittlerweile und wir sind vor ein paar Jahren in den Betrieb eingestiegen und haben, wie wir heimgekommen sind, meine Frau und die das Flo's Restaurant damals eröffnet, damals noch ganz klein und einfach, ich allein in der Küche, sie allein im Service und so hat sich das weiterentwickelt und heute dürfen wir uns über drei Hauben freuen und ja. Super, oder? Mit 28, 3 Jahren. Unglaublich. Also wir haben es auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Also wir haben vor Jahren schon mal angekriegt. Das war 2019. Das war eine tolle Auszeichnung für uns. Die haben wir jetzt immer beständig gehalten. Und dieses Jahr eben die Aufwertung. Gratuliere. Und das ist halt echt cool. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auch sehr, weil du hast tolle Rezepte mitgebracht, die eigentlich einfache Zutaten haben und die auch einfache Zubereitung haben, die aber irgendwie was hermachen immer. Genau. Sellerie finde ich überhaupt was Gutes, weil Sellerie ist sowas, das ist ständig unterschätzt. Man kann aber ein Püree daraus machen, man kann Schnitzel draus machen. Was macht man heute mit dem Sellerie? Wir backen den heute auf Salz für ca. 2 Stunden lang im Ofen und danach ziehen wir nochmal in einem Sud warm, wo wir den kochen aus den Schalen und so weiter und ja, so ein bisschen eine Vorspeise, eben um zu zeigen, dass man aus diesen Rüben, was wir so im Winter jetzt gerade haben, einfach auch wirklich schöne Sachen machen kann, die eben nicht nur irgendwie aus Waldorfsalat sind oder sonst irgendwas. Und ich kümmere mich um den Fisch. Voll gern. Was hast du da mitgebracht? Eine schöne Lachsforelle bei uns um die Kurven aus Leogang. Toller Fisch und ja, gerade auch für den Winter super. Omega 3 Fettsäuren aus der Region. Coole Geschichte. Ihr schaut ja recht auf die Regionalität, oder? Genau, das ist uns ganz wichtig. Wir sind aus dem Bauernhof rausgewachsen früher und so hat die Vermietung angefangen. Und durch das, dass wir eben auch die Sachen immer selber gehabt haben, haben wir das immer schon gemacht und das ist auch für uns ganz normal. Also dieses Nose-to-Tail, wo alle drüber reden. Genau, das ist eigentlich gewachsen bei uns und war immer schon so, ja, so wie es die Bauern auch heute noch machen, es wird alles verwertet. Und es redet halt jetzt jeder groß drüber, aber für uns ist das, wie gesagt, eine normale Sache eigentlich. Spannend. Gut, also ich mache da Fisch, du willst, dass wir die Haut abziehen, gell? Aber das du kannst die Haut gern abziehen, grundsätzlich ist es aber nicht muss, je nachdem, wie man es mag. Gell, wir garen sie im Papier, also so au papillote, klassisch französisch eigentlich. Gell, kann man gerne Haut abziehen oder auf der Haut lassen, wie es wie du sagst. Beliebt. Lass man auf der Haut. Lass man auf der Haut. Gell. Dann. Gut. So, oder an so, an so. An so, an so, genau. An so, an so. Haben wir es gesehen. So, da die Gritten sind eh schon weg, da alles. So. Sag mal, was du da mit dem Sellerie machst. Wir machen den Sellerie jetzt, wir schneiden einmal unten das Wurzelwerk weg. Das kalt man auf, schmeißen wir ja nicht weg. Machen wir einen Gemüsefond oder Selleriefond dann daraus. Und dann garen wir den 2 Stunden lang im Rohr bei 200 Grad. Wir decken den ab für 1 Stunde und dann nochmal 1 Stunde ohne Folie. Das Ganze auf Salz, das Salz zieht die Flüssigkeit raus. Der bleibt aber im Ganzen, das jetzt. Das. Der bleibt jetzt zum Garen im Ganzen, genau. Gut, und da haben wir gesagt, einmal mit Haut und einmal. Magst du den vielleicht so kleiner machen oder auch nicht? Können wir gerne machen, ja. Da man einmal herbieren heute. Ja, sowieso. Gut. Gerne. So. Ja, also diese Sachen, was man da beim Sellerie hat, kann man immer sehr, sehr gut verwenden für Gemüsefonds, für Suppen etc. Das ist immer relativ cool. Wichtig ist natürlich, wenn man den jetzt als Salat verarbeitet, den Stangensellerie, dass man da die Fäden auszieht und einmal natürlich wascht vorher. Und für das nehmen wir mal jetzt die inneren her. Das heißt, da macht man 3 Portionen. Genau. Wie hättest du das gern, dass wir den Fisch auflegen und der Rest kommt dazu? Genau, wir legen den Fisch in die Mitte. Gut. Geben dann rundherum die Oliven.
War das für dich immer schon klar, dass du quasi in die Gastro gehst, aus dem elterlichen Betrieb heraus? Oder es war gar natürlich vorgefertigter Weg, aber was natürlich schon wichtig war, meine Eltern haben mir immer diese Möglichkeiten alle lassen. Also sie haben mich nicht dazu gezwungen, ich habe keinen Druck gehabt. Ja. Und ich habe diese Liebe zum Kochen dann eigentlich, oder zur Gastronomie, relativ früh natürlich mitgekriegt, aber auch selbst entdeckt. Und das war eigentlich ausschlaggebender, wichtiger Punkt. Mhm. Es ist eine große Bereicherung, so anstrengend und schwierig, wie Familienbetriebe oft sein können. ist es cool, wenn man zusammenarbeitet und das große Ganze positiv verändern kann. Weil wir haben natürlich alle Möglichkeiten auch von meiner Mutter damals offen lassen gekriegt. Also wir haben nicht irgendwie was machen müssen, sondern wir haben uns wirklich selber verwirklichen dürfen. Ich habe zwar diese klassischen Wanderjahre nicht gehabt, wir haben uns relativ früh dazu entschieden, in den Betrieb zurückzukehren. Ja, Gott sei Dank ist meine Frau da damals mitgezogen. Wo hast du deine Frau kennengelernt? In der Tourismusschule in Hofgastein. Ah, tatsächlich? Ja, also wir sind in die Parallelklasse gegangen und in der letzten Klasse hat es dann gefunkt scheinbar. Genau. Zwei Kinder. Zwei Kinder, genau. Die Emilia 4 Jahre, Sebastian 1,5. Ja. Halten uns fest auf Trab. Das ist neben der Arbeit ganz eine lustige Beschäftigung. Ja, aber da hast du eh keine Zeit vergeudet, oder Flo? Ja, es ist relativ früh passiert. Zeig dich gar nicht. Ja. So, schau her, du, gar nicht so viel Oliven, oder? Wie viel magst du da dazu haben? Ich glaube, dass das vielleicht so ganz das? Gut passt. Ja, das ist je nachdem, wie man es mag und wie man. Und wer keine Oliven mag, was nimmt er? Wer keine Oliven mag, kann zum Beispiel nur ein bisschen kontroverser Kapern mit reingeben. Okay. Ja, oder einfach die Oliven weglassen. Das ist je nachdem, wie man mag. Wichtig ist eigentlich nur, wir haben da versucht, ein bisschen was Mediterranes unter Anführungszeichen, also die Oliven gemeinsam mit Paprika, Thymian, Rosmarin, mit was Alpinen, unserer Lachsforelle, um die Kurven zu kombinieren. Mhm. Ist ein einfaches Gericht, das wir auch ab und zu auf der Speisekarte haben oder auch für unsere Gäste in der Halbinsel zum Beispiel kochen. Dieses Garn im Papier kommt eigentlich aus Frankreich und konserviert einfach diese ganzen Geschmäcker direkt drin. So eine gute Sauce dann gleich dabei. Genau, das richtig. Ist das köstlich. Genau. Was brauchst du als nächstes? Die Kartoffeln oder was brauchst du? Genau, wir werden dann eigentlich die Kartoffeln gleich abschrecken, die dann bitte gleich schälen. Jawohl. Okay, und ich kümmere mich die gängen, und die Kartoffeln gängen dann direkt dazu, habe ich das richtig verstanden, zum Fisch? Also die Kartoffeln sollen fertig gekocht sein. Ja. Dann abschrecken praktisch, schälen. Wichtig ist für mich immer in der Schale kochen, weil so die Stärke im Kartoffel bleibt und auch der Geschmack ein bisschen besser erhalten bleibt. Okay. Und wie gesagt, dann schälen, kleine Würfel schneiden, beziehungsweise so 2x2 cm circa. Jawohl. Und dann rund um den Fisch legen und dann das Ganze abschmecken und würzen. Sind wir schon dabei? Und das heißt, wie viele Leute stehen dann bei euch in der Küche? Wie können wir das machen? Wir sind eigentlich ein sehr familiäres, kleines Team. Ja. Wir sind in unserem à la carte Restaurant zu dritt in der Küche. Ja. Und wir haben dann noch ein zweites Haus, eine reine Halbpensionsküche, wo wir nochmal 4 Köche haben. Bewundernswert. Was machst du da jetzt? Ich schneide jetzt den Sellerie für einen Salat. Mhm. Also da nimmt man praktisch den Stangensellerie und schneidet feine Streifen runter. Man kann das entweder mit einem Messer machen oder natürlich mit einer Mandoline, also einer Hobel praktisch, wenn man zu Hause hat. Da werden sie halt gleichmäßiger und auch nochmal feiner. Das ist ganz wichtig, dass diese einfach so fein sind, weil diese ganzen Fasern kriegt man aus dem Stangensellerie nicht immer ganz gut raus. Mhm. Deswegen sollte man das so fein wie möglich natürlich schneiden. Wie gesagt, mit einer Mandoline oder einer Hobel geht es schneller und leichter. Ist das, was du willst, oder willst du, dass du kleiner haben? Das passt gut. Gut. Das passt gut. Und das verteilen genau, wir dann? Genau, das verteilen wir einfach schön rund um den Fisch rum. Ja. Genau. Das ist natürlich nicht blöd, weil da hast du quasi die Sättigungsbeilage auch schon dabei. Genau, richtig. Das ist einmal für uns in der Küche super, weil wir einfach Zeit sparen beim Anrichten. Weil wir richten das dann natürlich auch im Backpapier an. Und es hat mehrere Vorteile eben. Also wir haben einmal die Geschmackskonservierung und natürlich auch einfach diese schnellen Arbeitsschritte, die in einer Küche sehr, sehr praktisch sehr sind. Sehr notwendig ja, sind. Ja. Du, und sag mal, wenn ich jetzt zu Hause ein paar Pilotos vorbereite, wie lange kann ich das so quasi im Kühlschrank lassen? Ja, wenn man zum Beispiel zum Mittag ein Mittagessen hat oder Abendessen, kann man das in der Früh oder zu Mittag sicher 4 bis 5 Stunden vorher vorbereiten, kann das gut einkühlen und kann dann direkt aus dem Kühlschrank raus praktisch arbeiten. Super. Okay, also das ist relativ einfach vorzubereiten. Ich kümmere mich da jetzt schon mal um unseren Apfel. Unseren Apfel. Das reicht dir oder mehr, weniger? Das passt gut so. So, Salz, Olivenöl, Thymian. Genau. Was noch? Salz, Pfeffer, Olivenöl, Thymian, ein bisschen Rosmarin. Rosmarin und ein bisschen Paprika da noch drüber. Also Salz hat er gesagt, der junge Mann. Pfeffer.
So, und die Apfel, die gängen in den Sud dazu, habe ich das richtig verstanden? Nein, die Apfel, die karamellisieren wir und die schmoren wir so nebenbei. Das ist praktisch eine Art Beilage für unseren Sellerie. Sellerie und Apfel, da haben wir wieder die klassischen Aromen. Wir versuchen eigentlich in unserer Küche immer klassische Aromen neu zu interpretieren. Also wir wollen mit unserer Küche ein bisschen fordern. Also die Gäste bei uns sollen einen Spaß haben, ja, sollen nicht fad werden. Aber natürlich auch immer wieder irgendwo ein bisschen was Bekanntes. Ja, was also, Neues. Genau. Ja, aber auch irgendwie doch wieder vertraute Aromen im Hinterkopf bemerken. Ja. Hast du da eine Technik? Faltest du oder machst du Schifferl? Ich bin da nicht ganz so gut übersetzt bei dem, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir falten sie meistens. Ja. Also wir gehen her und falten sie einmal praktisch oben zusammen. Fahren dann so runter. Ja. Genau, und machen dann meistens so Schifferl. Genau, so ein Quackerl. Wie sagst du, du bist nicht gut übersetzt? Nein, beim Einpacken bin ich nicht so gut übersetzt. Das macht Geschenkspapier daheim, das ist eine Katastrophe. Das macht meistens meine Frau, weil das funktioniert. Okay, so aber ja, das ist perfekt. Das schaut doch ganz ordentlich aus, da kann man echt nichts dagegen sagen. Lieb. Lieb, lieb, lieb. Ja, dann haben wir da drei so geschickte Schifferl. Drei so schöne Backerl. Die kommen auf ein Blech. Die kommen auf ein Blech, genau. Ah, und dann ins Rohr, oder? Und dann ins Rohr. Und da der Fisch relativ dünn war, werden wir eine gute Viertelstunde, ungefähr 15 Minuten. Mehr braucht es gar nicht. Nein, wird nicht länger brauchen. Das ist immer, kommt darauf an, wie der Ofen funktioniert natürlich und auch wie dick der Fisch ist. Also da genaue Zeitangabe ist da immer schwierig. Einfach mal schauen und so funktioniert es. Gut, dann ab damit ins Rohr und auf Wiedersehen. Gut, was haben wir jetzt zum Tun? Genau, wir machen jetzt. Ah, den Sud machen wir jetzt, gell? Zuerst machen wir die Apfel. Die Apfelkabel. Genau. Das hebst du auch wahrscheinlich zum Dekorieren. Genau, gell? Mit dem dann mal ein bisschen garnieren dann. Cool. Das Ganze richtig. Das haben wir. Ja, okay. Fein. Wir können dann eigentlich schon den Sud fertig machen, auch für unseren Sellerie. Super. Darf ich? Bitte gerne. Und im Idealfall war der jetzt wie lange im Rohr? Der war jetzt eine Stunde mit der Alufolie und eine Stunde ohne der Alufolie. Ja. Also insgesamt 2 Stunden bei 200 Grad. Ja. Und während dieser Zeit, währenddessen, dass der Sellerie im Ofen ist, kann man die anderen Schritte super ganz relaxed nebenbei machen. Das ist praktisch. Die Haut darf weg? Genau. Bitte einmal wirklich komplett schälen. Ja. Den Unterteil, also praktisch da, wo der Sellerie im Salz liegt, weil der saugt natürlich da das ganze Salz rein, da schneiden wir bitte so einen halben Zentimeter bis Zentimeter schneiden wir da so. Weil das so stark genau. ist, sagst du. Sonst wäre das einfach nicht wirklich genießbar. Verstehe. Aber wir schmeißen das Ganze nicht weg, wir kalten das auf und da machen wir uns einen schönen Sud aus dem Ganzen. Das verwendest du dann alles. Na, das ist ja super. So, geht jetzt mal angreifen. Wir sind auf der sicheren Seite. Mehr oder weniger. Und du bleibst brav beim Zucker stehen, weil wir wissen alle, das kann schneller gehen, als man glaubt. Das geht schnell, ja. Zu schnell. Und vor allem, wir wollen ein schönes Karamell und keine Couleur. Erzähl mal von Zell am See. Was möchtest du wissen? Du warst ja eh schon mal bei uns. Ich war einige Male bei euch. Ich bin ja ein großer Zell am See-Fan. Ja, das verstehe ich. Es ist auch wirklich schön. Es ist wirklich schön bei euch. Und es ist so immer nett, immer familiär. Alle sind lieb, super zum Skifahren. Nein, also Zell ist eigentlich für mich einer der schönsten Orte in Österreich, weil wir wirklich alles haben. Wir haben Bergsee, Gletscher, also mit Kitzsteinhorn in Karbrunn. Man hat das ganze Jahr über was wirklich was zum Tun im Winter mit dem Skifahren. Ja. Tolles Skigebiet. Also das ist auch das, wo man mich meistens trifft, wenn ich nicht in der Arbeit bin. Irgendwo in der Natur, entweder am Radl oder auf die Ski im Winter. Und ihr seid solche Nostalgiker, gell? Ihr habt das Nostalrad und Nostalski und dann verkleidet sich der ganze Ort. Also nicht verkleidet, ihr tragt jetzt dann Kleidung aus den 40ern, 50ern oder vielleicht sogar nur früher? Es gibt da ganz tolle Veranstaltungen, die das wirklich einfach auch hochleben lassen, was es früher immer gegeben hat. Eben das Nostalrad, wie du ansprichst, einmal rund um den See mit verschiedenen Stationen. Tolle Geschichte, wirklich lustig. Diesen Sommer haben wir eine tolle Kulturveranstaltung gehabt, unseren Zeller Jedermann wieder. Ja. Ja. Uraufführung. Uraufführung, ja, seit 100 Jahren wiederbelebt worden praktisch. Ja. Also die haben quasi den Jedermann, die Inszenierung des Jedermann vor 100 Jahren gefunden, aufgearbeitet und quasi eins zu eins nur einmal wieder aufgeführt. Genau. Und das Ganze in Mundart mit wirklichen Laien, Schauspielern auch eben gemacht und wirklich eine schöne. Eine tolle Geschichte. Tolle Geschichte, genau. Abschnitte, alle einfach da rein. Fein. Genau.
Da können wir jetzt ein bisschen Gas geben, das werden wir jetzt reduzieren. Du, und was schwebt da jetzt mit dem fertigen Sellerie vor? Wird der in Scheiben geschnitten oder genau. Wie macht man den? Den Sellerie, den halbieren wir jetzt einmal der Länge nach, also praktisch so durch, genau. Da einmal in der Mitte durch, genau, gell? Praktisch einmal der Längs nach durch, genau. Super. Richtig. Und dann haben wir jetzt da die zwei Hälften und dann wieder praktisch mit der Schnittfläche hinlegen. Mhm. Und dann kannst du Stickerl aber schneiden, so 1,5-2 cm. Solche? Ja, genau. Und dann nur mal so? Ja, genau so. Gut, genau. Da. Woher glaubst du, kommt bei den Zellern diese Liebe zur Nostalgie? Was ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube einfach, durch das, dass Zell am See ein irrsinnig traditionsreicher Ort ist. Wir haben seit über 100 Jahren Tourismus. Das ist alles gewachsen bei uns. Es sind viele Familienbetriebe da. Natürlich diese Zeit, die da davor war. Und es sind ja immer noch viele einheimische Familien, die dort eben ansässig sind. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dem. Also das ist ja bei uns auch gelebt. Und ich glaube, diese transportierte Authentizität ist halt immer noch präsent. Sehr, sehr romantisch immer auch bei euch. So, du arbeitest da, Zitronensaft kommt da drauf. Genau, also wir schmecken jetzt die Äpfel praktisch ein bisschen ab. Also wir haben jetzt einmal Zitronensaft und Zeste. Ja. Zucker karamellisiert, Butter drinnen. Das lassen wir jetzt leichter hinschmoren, bis sich das Karamell wirklich schön auflöst da drinnen. Okay. Dann gießen wir das Ganze mit ein bisschen Wasser auf und kochen das dann runter, bis eine schöne, dickflüssige. Und was passiert da? Da reduzieren wir jetzt den Selleriesud. Mhm. Ja, Abschnitte vom Sellerie, einmal das Wurzelwerk vorher, die Stangensellerieabschnitte und jetzt da die Abschnitte, die im Ofen waren, also die ist Schale, weg, ja? Ist alles da drinnen, genau. Und das reduzieren wir jetzt ein bisschen runter, gell, also um gut in die Hälfte. Dann schmecken wir es nochmal ein bisschen ab mit ein bisschen Essig, ein bisschen Salz, je nachdem, was wir brauchen. Und dann haben wir eigentlich eine super leichte Soße aus ganz einfachen Abfällen eigentlich. Perfekt, also alles verwertet. Genau. Du, was machen wir mit denen? Kommen die roh dazu? Wir marinieren den. Ah, okay. Das kannst du eigentlich gleich machen, bitte. Darf ich, was willst du? Gerne. So, Essigöl, Salzpfeffer? Essigöl, Salzpfeffer, ein bisschen Zitronenschale und Saft. Aber was hast du für ein Essig? Das ist Apfelessig. Das ist Apfelessig, genau. Wir versuchen auch immer wieder die Aromen, die wir haben, also Apfel, Apfelessig und so weiter, immer wieder mit einbeziehen. Mhm. Ja. Wie erfindet man sie in der Küche immer wieder neu? Wie geht das? Was ist deine Herangehensweise? Weil jeder ist da irgendwie anders. Naja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Augen offen halten und nicht so durch die Wölke, sondern sich inspirieren lassen von natürlich Kollegen. Also es ist so natürlich, man geht essen, man liest Kochbücher, solche Sachen. Mhm. Man findet neue Produkte, Reisen natürlich auch auf Urlauben und so weiter. Mhm. So geht das eigentlich immer ganz gut. Natürlich braucht es eine Ausbildung, eine fundierte, man muss das Handwerk beherrschen, also so diese klassische österreichische Küche, die ist für uns sehr, sehr wichtig und auf dem kann man super aufbauen. Aber klasse, dass du so als junger Koch da sowas vorlegst, na, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Es wird nie alleine gehen, ich habe eine ganz super Mannschaft mit der Familie natürlich, also das ist... Aber sind Mama, Papa alle involviert, ja? Meine Mutter. Nur die Mama? Nur die Mama. Die Martha ist das. Genau, gell? Die Martha. Wir haben es eigentlich ganz einfach gemacht. Hotel heißt Martha, Restaurant heißt Flo. Wir haben da gar nicht lange umgedreht. Du musst ich das so richtig kneten, habe ich das richtig verstanden, dass das so ein bisschen. Wirklich schön kneten. Die Substanz, also diese. Dass man den ein bisschen bricht. Genau. Ich schmecke jetzt den Sud noch ein bisschen ab. Ja. Spur Salz, je nach Belieben. Ein bisschen an Essig. Also so Gerichte sollen für uns immer einen Spannungsbogen haben. Man braucht immer ein bisschen Süße drinnen, deswegen karamellisiert. Essig durch einen Salat, ein bisschen Fett. Diese Sachen sind immer ganz wichtig. Und lieber ein bisschen zu viel, zu wenig. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres wie langweilige Gerichte. Also die so. Wie lernt man gut abschmecken? Also gute Frage, aber ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Man entwickelt seinen eigenen Geschmack, seine eigene Richtung und es muss auch immer zur Küche ein bisschen passen. Es ist, aber ich glaube, es ist einfach ganz viel Essen und Probieren. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Aber das ist so schwierig, finde ich, als Koch, weil das ist wie ein Fußballtrainer sein in Österreich. Du kannst es kaum recht machen, aber jeder spielt Fußball angeblich. Und beim Koch, jeder kann kochen irgendwie. Jeder hat ein Geheimrezept für irgendwas. Für irgendwas. Und die Geschmäcker sind aber trotzdem unterschiedlich. Also, und es ist alles so individuell. Das stimmt. Also leicht habt ihr es nicht. Das stimmt, aber man trifft auch nie jeden. Gell? Also, das ist, uns ist primär wichtig, dass es uns schmeckt. Das ist einmal mit
Das ist das Erste. Das ist schon mal das Allererste, ja. So, ich bring dir schon die Teller. Ja, wir sind im Finale. Weil ich glaube, wir sind im Endspurt. Genau, ja? Wir gehen. Welchen Teller hast du für was vorgesehen? Den Tiefen haben wir für den Sellerie, weil wir da den Sud dazu haben. Und dann haben wir da, Dankeschön. So, den Sellerie, den ziehen wir jetzt da noch ein bisschen warm. Mhm. Also, man kann den Sellerie zum Beispiel auch super vormachen. Also wenn man den zum Beispiel am Tag davor macht und dann am nächsten Tag schält oder so, das funktioniert alles super. Hat eine relativ lange Haltbarkeit. Und wenn er im Kühl- oder Zimmertemperatur hat, einfach noch mal kurz in den Sud da reinlegen. Okay. Und so ziehen wir das warm. Hat auch einen positiven Effekt für den Sud, nämlich er kriegt noch mal ein bisschen mehr Kraft. Kochst du das auch noch oder nicht? Reicht dir das? Ja, reicht dabei, glaube ich. Okay, passt. Dann ich schaue mal wegen dem Fisch, gell? Sollen wir reinschauen zuerst, ob schauen wir rein, ja. Gern ein bisschen aufmachen. Sauna. Ja. Allerhöchste Zeit. Sind wir schon soweit, sehr gut. Wow. Super. Perfekt. Oh, und so wie du gesagt hast, das ist richtig. Genau, wir konservieren die Aromen im Papier. Und es schaut auch ganz nett aus, wenn man das so serviert. Ja, das lassen wir. Wenn man so ein bisschen Backerl macht. Genau. Und grün dazu, und da hast du so tolle Tomaten mitgebracht. Was genau. Sind das für welche? Da haben wir die konfierte Tomaten, also konfieren ist praktisch schonendes Garn in Öl. Also wir haben da viele Gewürze drinnen, Schalotten, Knoblauch etc. und Olivenöl. Mhm. Circa bei 60 Grad wird das Ganze dann gegart und dann wird es in Gläser gefüllt und nochmal pasteurisiert. Und das Coole ist auch an den Tomaten, wie ich vorher schon gesagt habe, kommt alles aus unserem Garten. Also ich weiß ganz genau, wo die Sachen herkommen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Herangehensweise, zu wissen, woher wir die Sachen haben. Das ist sehr lobenswert, muss ich sagen. So, ich garniere uns da zwei Portionen aus. Aber das heißt, am Gast ist deine Frau. Genau. Außen. Hanna ist im Service, hat den Service über den Bereich der Sommelerie. Also Hanna ist Diplom-Sommelier, wir haben eine große Weinkarte auch bei uns. Große Weinkeller. Und die Kids sind wie alt, deine? Die Emilia, unser Große, ist 4. Ja. Der Sebastian ist 1,5. Ja, aber da habt ihr auch, wer ist da dann ein Teil? Ja. Meine Frau ist nicht jeden Tag in meinem Restaurant. Es ist so, dass meine Mutter natürlich auch viel schaut. Also wir im Familienverbund halt einfach, so wie das halt ist. Super. Gerne. Aber werden das einmal so richtige, dort sagt man Wirtshauskind? Ich weiß nicht, wie man sagt. Wir versuchen eigentlich unseren Kindern eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen und sie nicht, so wie meine Eltern das eigentlich bei mir gemacht haben, ihnen freizulassen, was sie gerne werden möchten. Wir möchten niemanden unter Druck setzen. Und ich glaube, nur so funktioniert das auch. Das ist schon köstlich aus. Und ich mache da jetzt diesen Sellerie fertig. Und das ist jetzt quasi. Vom Sellerie haben wir sogar dreierlei, ne? Einmal im Rohr, einmal Stangensellerie mariniert und dann noch den wunderbaren Sellerie-Sud, dazu karamellisierte Äpfel und der Apfelgeschmack wiederholt sich im Sud mit einem Apfelessig, also das ist alles durchdacht. Aha, und da hast du jetzt nur genau, und da haben wir jetzt noch ein bisschen Grün drauf, weil das Auge isst ja immer mit, gell? Also dann haben wir noch mehr Sellerie. Und Aromen. Falls Sie Rezepte von Flo nachkochen wollen, tun Sie das, schlagen Sie nach bei uns im Teletext oder klicken Sie sich rein auf der Homepage oder natürlich in der ORF-Nachleser. Da gibt es auch alle Rezepte von Florian nachzulesen. Genau. Mahlzeit. Alles ein bisschen klar machen. Wow. Hammer. Also. Unbedingt ausprobieren, die karamellisierten Äpfel zu dieser erdigen Note vom Sellerie, das ist ja Wahnsinn. Und es ist so günstig. Genau, ist ein ganz einfaches, günstiges Gericht, rein vegetarisch. Kann man sogar vegan machen, also wir könnten die Butter weglassen bei dem, beim Apfel karamellisieren. Toll. Also da haben wir relativ viele Einsatzmöglichkeiten und meistens sowas, was relativ einfach zum Beschaffen ist, gerade im Winter. Ja, ich bin begeistert. Und jetzt haben wir da unser Italien-Feeling pur. Einmal du, einmal ich, oder? Gerne. Mahlzeit, lieber Flo. Danke. Danke auch. Sehr, sehr gut. Fisch, perfekt. Und da am besten auch alles zusammen. Genau. Ne? Genial. Sommerurlaub. Super. Zitrone noch drüber reiben, fertig. Das will man mehr. Und so wie du gesagt hast, in den Kartoffeln ist der Geschmack dann drinnen vom Fisch, von den Oliven. Das ist Rosmarin. Hammer. Mahlzeit. Mahlzeit. Wenn du mit Freunden den Moment genießt.